Hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Danke fürs Abo, mein Name ist Dan und heute gucken wir uns mal aufgrund von großer Nachfrage mein aktuelles PvP-Set, so ein bisschen Work in Progress, an. Ja, Tag erstmal. Wir gucken mal kurz in meinen Rucksack rein. Inventar aufmachen hier. Und dann schauen wir mal. Also ich spiele eine P416 als Hauptwaffe. G3 Sonderanfertigung mit 17,3k Schaden. Die hat Strapazier drauf. Das macht 5% mehr Schaden durch kritische Treffer für alle 10% der Rüstungen, die zerstört werden. Allegro macht plus 10% Feuerrate und im Rhythmus, wenn diese Waffe ausgerüstet ist, besteht eine Chance von 5%, dass aktive Fertigkeiten Cooldowns erneuert werden, kann sich alle 60 Sekunden wiederholen. Ist ganz nett, da drauf eine Zieloptikschiene, plus 10% Nachladetempo, das große Magazin plus 20 Patronen, minus 10% Nachladetempo, dann die lange Unterlaufschiene mit plus 10% Nachladetempo. So, gehen wir mal hier weiter. Wir haben hier noch die Vector SBR, die macht 10,4k Schaden bei mir, die hat das Killer-Talent drauf. Töten eines Gegners mit einem kritischen Treffer, gewährt 5 Sekunden lang plus 30% Schaden durch kritische Treffer. Dann extra drauf noch plus 20% Magazin und halt runterrollen, entfernt Statuseffekte, wenn ihr eine Flugrolle macht. Dann die Zieloptikschiene drauf, 9mm Magazinplatz plus 20 Patronen, kurze Unterlaufschiene und 9mm Mündungsplatz. Das geht ganz gut ab und lässt sich gut spielen. Als Pistole habe ich Kenras Freiheit noch drin. Ich weiß da nicht, ob ich da nicht vielleicht noch auf was anderes wechsle. Ich habe die eigentlich nur drin wegen dem dritten Talent. Das hatte ich mal besprochen bei dem ganzen Elite-Schadenbild irgendwie. Ja, es macht aber nicht so viel Sinn jetzt irgendwie. Muss ich mir noch überlegen. Vielleicht gibt es ja bessere Pistolentalente, die passiv irgendwie wirken, während man die ausgerüstet hat. Das wäre ganz geil. Habt ihr da noch irgendwie ein paar coole Pistolentalente im Petto? Schreibt mir mal unten runter, welche ihr so benutzt. Das würde mich mal interessieren. So, jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Butter bei der Fische, die Maske. Ist immer noch mal eine tolle 41% Schaden gegen Elite-Gegner-Maske. Beziehungsweise, nein, wie ist jetzt eine Badger-Tough-Maske? Die macht auch Schaden gegen Elite. Ja, muss mal gucken, was wir da noch draus machen. Finde ich noch nicht optimal. Overlord Armaments hier, ne? Für 7,5% Rüstung gesamt als zweites Talent. 30.000 Rüstung drauf, 30% Kopfschussschaden und 422 Fertigkeitenstärke. Darauf kommt ein Mod mit 5.000 Rüstung und ein Angriffsmod mit Waffenschaden, Sturmgewehrschaden und Scharfschützengewehrschaden für den Fall, dass ich mal die Nemesis mitnehme im PvP. Ist ganz nett, das Ding. So. Holster, auch hier hauptsächlich blau, 37.997 Lebensenergie drauf modifiziert. Fenris Group macht 10% Sturmgewehrschaden, 5,5% Chance auf kritische Treffer und plus 5% Waffenschaden übers Talent. Hier, der Rucksack, das ist der, den ihr beim Dark Zone Händler kriegt mit 18,5% Rüstung gesamt, was ziemlich fett ist. Ich suche aber noch nach einem 500er Rucksack mit genügend Rüstung, wo ich das noch zusätzlich drauf würfeln könnte, anstatt von zum Beispiel Lebensenergie. Der ist ganz nett, gehärtet ist auch geil, also wie gesagt, ich suche einen Rucksack mit gehärtet, der zwei blaue Sachen drauf hat, das wäre mega gut. So, hier nochmal Overlord Armaments für den zweiten Teilbonus mit Lebensenergie als Handschuhe und 3% Chance auf kritische Treffer und Schaden gegen Elite, bin ich noch nicht so zufrieden mit, habe aber nichts Besseres gefunden. Hier, Knieschoner, sehr geil, ne? Mit 11,5% Rüstung gesamt und Geduld drauf. 5 Sekunden in der Deckung warten und da füllt sich eure Rüstung auf. Hier die Mods, da könnten auch besser sein. Ich kriege leider keine Rüstungsmods, nur mit Lebensenergie die ganze Zeit. Also das ist noch ein bisschen ärgerlich. Wenn ich da mehrere 5000er Rüstungsmods zusammenkriegen könnte, wäre das schon ganz nett. Bisher habe ich es noch nicht geschafft. So, und insgesamt gucken wir uns hier mal kurz die Stats an fürs P416G3. Hier, Chance auf Crit-Treffer ist gar nicht so hoch. Das ist alles eigentlich im Rahmen, spielt sich aber ganz gut. Ich weiß auch nicht, ich glaube die Mischung macht's. Schadensbonus für Schwunggewehr ist bei 27%, MP bei 15% Schadensbonus. Und Lebensenergieschaden habe ich 29% drauf, wo auch immer die herkommen. Ja, dann haben wir noch Rüstungswerte und so weiter. Ist eigentlich alles gar nicht so extrem, aber es funktioniert irgendwie im PvP. Ich weiß nicht, ob die Normalisierung da was dran sägt, könnte sein. Also das ist, sind jetzt die nicht normalisierten Werte. Ich versuche noch auf 400.000 Rüstung zu kommen, das wäre ganz nett. Da fehlt es noch ein bisschen was bis dahin. Ja,
Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir immer mal unten, was ihr so für Set-Kombinationen benutzt. Das würde ich gerne wissen. Ein Abo gibt's auf links, wie immer. Auf rechts gibt's noch ein paar mehr Videos von uns. Und auch von mir, dem Dan. Und ich kann euch eigentlich nichts weiteres mehr sagen, außer bis denn, euer Dan.